Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Cool. Hallöchen. Dabei natürlich der liebe Teddy und ja. Das Problem liegt nicht im Leben. Das wäre jetzt schön. Aber nein, es ist natürlich das Eisen. Ich glaube einfach, es gibt bestimmt noch einen besseren Prozess. Aber es hat sich jetzt bei mir so festgebrannt, dieser Prozess, wie wir ihn momentan durchsetzen oder machen. Da müssen wir mal durch, ne? Da müssen wir jetzt eiskalt durch. Ja, stimmt. So. Ich hoffe ja echt, dass mit der Verlegungsstraße unser Problem gelöst wird. Ja. Ironischerweise bekommen wir Iron. Du bist schon jetzt die mobile Dampfmaschine am Herstellen, oder wie ist das? Jein. Das Eisen, was wir gerade verwenden, brauche ich ja für die Hydraulikkolben. Ach genau, du brauchst jetzt erst die Pisten. Das heißt, ich baue jetzt erst die Pisten und danach brauche ich wieder Eisen. Für Platten. Oh Gott. Okay, Räder und haben wir zumindest. Danach brauche ich nochmal Eisen für Boiler. Und Boiler brauchen wir 6 Stück. Ah nee, halt, ich guck bei der Dampfmaschine. Entschuldigung. Okay. Eine tragbare Dampfmaschine. Da unten. Da fehlen mir, ja gut, trotzdem 3 Boiler. 3? Und ein Boiler? Aber die könnte ich theoretisch gerade. Nee, kann ich nicht. 2 könnte ich. Nee, kann ich nicht. Einen kriege ich hin. So wenig Eisenplatten. Okay. Eisenplatten stellst du woher? Hier rechts an der Presse. Auch an der Spindelpresse. Jo. Ja. Also wir brauchen einfach viel, viel, viel mehr Eisen. Ja. Die nächsten 18 Barren sind ja in 7 Minuten 30 durch. Also theoretisch kannst du da schon mal die Platten anschmeißen. Für die Boilers. Und du kannst auch hier schon die Boiler anschmeißen. Weißt du, und dann ist halt, wenn da, dann produziert das direkt los. Wo habe ich denn meinen Karren hingestellt? Ah, hier. Ist das meiner? Ja. So, ich muss jetzt mich gleich noch um das Steinproblem kümmern. Wir haben ein Steinproblem. Ja, was heißt Problem? Also, kann man jetzt so nicht sagen. Es ist eher eine Notwendigkeit, die bestünde, wenn man Glas haben will. Da hat sich jemand doch Glas gewünscht. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Es muss aber ein wundervoller Mensch gewesen sein. Und ich dachte mir halt einfach nur, dass ein Glas, also ein Tor mit Fenster halt schöner aussieht als nur ein Tor. Ja, ich stimme dir doch zu. Okay, dann gehe ich jetzt trotzdem erstmal nochmal eine Tour Eisen holen. Bist du auch unten im Keller? Ja. Wie viel? Kommst du erst nochmal hoch oder bist du noch am Dasein? Und bin gerade am Reinladen. Okay. Also theoretisch, wenn du jetzt kommst, könntest du dir aus meinem Wagen 4 Stacks nehmen. Ja, mache ich dann. Immer 4 reinpacken und dann. Okay.
Ich bin gleich da. T minus 7 Sekunden. Okay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin halt wie die Post so ein bisschen verspätet. Ein Viertel. Null. Ah, da ist er. Gott, ey, wie unser... Ich brauche gar nicht auf dein Dings zu greifen. Nimmst du dir auch immer noch einen 20er-Stack auf die Hand? Hier. Ja, ist gut. Ich kontrolliere das morgen im VOD. Na klar, wie immer. Warum will man hier so Notizen? Schlimmer als die Stasi hier. Mir egal. Auf meinem Echo wird geschafft. Ist das so? Na, teilweise. Bitte. Also ich will jetzt nicht die Diva raushängen lassen, aber ich habe ein sehr gutes Echo-Angebot bekommen von Angelos und Tarun, also. Ja. Ja. Und? Die sind sehr scharf, einen von uns beiden auf dem Server haben zu können. Ja, aber dann merkst du doch, dass sie dich nur ausnutzen wegen der Knowledge. Und nicht, weil du ein cooler Typ bist. Ja. Ich spiele wegen dir und nicht wegen Echo. Denk du mal. Du spielst wegen mir und nicht wegen Echo. Ja, denk mal drüber nach. Ich spiele wegen dir ein Spiel mit dir, ja. Das Spiel wäre ja irrelevant gewesen, theoretisch. Also, gehen wir morgen in Valorant? Wir wollen es nicht übertreiben. Aber nur ranked, ja? Klar, nur ranked. So richtig? So richtig. Reinbuttern? Ja. Geil. Das ist voll mein Ding. Was hast du denn da? Hallo? Ein Konzentrat. Ja, aber warum? Warum nicht? Das sieht so toll aus. Pass auf, dass ich dich nicht gleich toll aus dem Leben hau mit meiner Schaufel. Ja, da hat er mir auch eine Eisenschaufel versprochen vor 12 Folgen oder so. Hast du immer noch keine? Ja, wir können ja auch nicht. Wir müssen jetzt andere Sachen bauen. Ich habe immer noch meinen Holzzahnstocher. Aber du hast eine... Du hast aber bestimmt eine Pickaxe, ne? Eine steinerne. Ja. Eine steinerne. Eine steinerne. Ja. Oh. Heute ist halt. RIP. Ich brauche mehr Fett. So. Die Mühlen mahlen. Die Rockerbox rockt. Holt schon mal Eisen. So ist das. Kannst du dir vorstellen, da wo wir uns hier bewegen, das war alles Eisen. Alles? Alles.
muss das alles hin. Geschmolzen. Gecrushed. Gerockt. Eisen. Hast du hier irgendwo auch ein... Was? Hast du hier irgendwo ein Schmutzlager? Wie ein Schmutzlager? Ja, so ein Lager, wo wir Sachen hinstellen, die kein Mensch braucht. Ja, das rote Zeug ist doch das Schmutz. Also theoretisch ist das ja hier das Endlager. Sollte nicht so nah an uns Sachen. Ist natürlich auch vereinzelt mal ein Sandstein da gewesen während des Prozesses hier. Aber ich musste ja auch die Lager ausbauen. Aber so generell, ja, das hier war alles zum größten Teil Eisen. Und dann, ja, dann fing ja der Eisenprozess an. Und anfangs waren die ganzen Lager halt voll, nur Eisen. Und du siehst ja jetzt, das war Resterampe, was du gesehen hast. So die letzten paar Folgen, wo wir hier unten waren. Ja, vorher warst du hier großartig ja gar nicht hier. Ich? Nee. Ja. Ich war ja auch kein Steinmetz. Ja, aber zur Materialbeschaffung hättest du trotzdem hier runterkommen können, so. Theoretisch. Ja, aber ich war mit Holz und so beschäftigt. Ja. Das elendliche Thema hier mit dem Holz. Ich mein so die Erde von innen auseinandernehmen, das ist zwar auch fresh, aber halt nicht sichtbar so. Ja. Ja. Aber ist das nicht genial? Ja, aber ich musste halt oben Chaos stiften. Ja, aber das ist doch... Dann zeigen sie doch alle mit dem Finger auf dich. Ja, genau deswegen. Du willst, dass die Leute auf dich zeigen? Ja, klar. Weil dann kann ich dir ihre Versprechungen machen, wie ja, ich habe das ja nur gemacht, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen oder so. Weißt du? Weniger Bäume, mehr Bauland. Mehr Bauland, mehr Industrialisierung. Das klingt eigentlich ziemlich gut jetzt, wo du es sagst. Ja, ne? Bauland und vor allen Dingen Parkplätze ist immer geil. Das war schon in Satisfactory, meine Devise. Umso grauer der Planet aussieht, umso besser, weil mehr Parkplätze vorhanden sind. Ich guck mal ganz ehrlich, ja? Du willst in die Stadt. Hast du es ein bisschen eilig vielleicht? Wie geil ist denn das, wenn du direkt vorm Laden parken kannst? Dann, ja, aber was? Der Laden ist vielleicht nicht unendlich groß und vielleicht steht dann doch nochmal jemand anderes. Was mache ich dann? Ja, deswegen schaffe ich ja ganz viele Parkplätze vor dem Laden. Ja, sagen wir mal, die Ladenzeile ist ungefähr 5 Meter breit. Oh, 10 Meter von mir aus. Dann passen da gerade 2 Autos hin. Wenn sie frontal parken, 3. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, da wäre jetzt irgendwie ganz viele Gebäume. Und dann müsstest du extra woanders dahin fahren und dann zum Laden laufen, weil da ganz viele Bäume da vorne dran stehen. Ja, das geht ja gar nicht. Nee, nee. Also, da hast du schon recht mit den Bäumen. Die müssen weg. Ekelhaft. Ja. Ja, was soll das überhaupt? Was hat die Natur sich dabei gedacht, als sie gesagt hat, ich brauche einen Baum? Ich meine, die paar Mikram Sauerstoff, die sie herstellen. Ja. Unnötig. Soll doch der Mensch einfach evolutionieren und auf Sauerstoff scheißen. Was braucht der eigentlich auch Sauerstoff, der Mensch? Ja. Frech, oder?
Sauerstoff ist doch so eine Art Wunschgut. Natur, ne? Also Luxusgut. Soll er darauf verzichten? Ein Fisch kann das ja auch. Jetzt stell dir mal vor, anstatt Sauerstoff würden wir Methan oder so zum Leben brauchen. Das war einfach nicht ersticke. Ja, weiß ich nicht. Da wäre doch Kuhmassentierhaltung vorprogrammiert, oder? Ja. Ah, also. Alle Bäume abgeholzt, um Kuhplantagen hinzubauen. Die Welt verstickt im Gestank einer Kuh. Ah, herzlich Glückwunsch. Aber das ist schon krass, ne? Also, wenn man mal überlegt, was sich über diese ganzen Jahre, wie sich das alles wegevolutioniert hat und dazu evolutioniert hat. Ich finde das ja auch schon eine krass, was in der Tierwelt so abgeht, dass wenn jetzt zu viele Vogelarten auf einem Fleck sind, dass sich ein Vogel einfach anders, in andere Schnabelform rein evolutioniert, damit er andere Sachen essen kann, damit eben die Tierart nicht ausstirbt. Das ist insane. Das stimmt schon. Und das passiert einfach so. Aber wie geschieht das, ne? Also wann entscheidet das Gen oder was auch immer, zu sagen, okay, jetzt muss ich was tun. Naja, also ich meine, ich habe es ja schon mal gebracht, das Beispiel, aber das hast du ja beim Menschen auch. Zum Beispiel hatte der Mensch damals noch Enzyme, um Pflanzen zu verdauen. Ja, genau. So, und mit der Zeit der Evolution und das immer mehr der Massentierhaltung und des Fleischgenusses hat irgendwann der Körper sich gedacht, so, ja okay, für was stelle ich das Enzym noch her, wenn da eh nur noch Fleisch kommt? Mhm. Schwuppdiwupps, haben wir heute ein fehlendes Enzym, womit wir hätten Pflanzen verdauen können. Vielleicht ist es genau das Enzym, was den Fructoseallergikern fehlt. Möglich. Aber vielleicht könnte es ja jetzt auch passieren, dass irgendwann Leute keine hier, wie heißt das nochmal? Das. Verdammt. Ich komme nicht mehr drauf. Laktose. Vielleicht gibt es ja Leute, die irgendwann, also dass man generell nicht mehr laktoseintolerant ist, weil sich da so rein evolutioniert hat. Boah, das wäre nice. Bist du auch so betroffen? Ja. Ah, das ist scheiße. Also nicht direkt. Also ich bin irgendwie so ein halb Hyperlaktose. Also ich kann zum Beispiel kein Glas Milch trinken. Also können. Dauert keine halbe Stunde und ich habe Magenkrämpfe und absolut. Oder wie eine Naturjoghurt kann ich auch nicht essen. Okay, das ist krass. Aber sobald da irgendwas mit Zucker drin ist und Früchte oder auch normaler Käse, kann ich essen und habe keine Probleme. Interessant. Also quasi nur bei reinen Milchprodukten, in Anführungszeichen. Das ist, ja, okay. Interessant eigentlich. Das heißt, wenn du ein Glas Milch trinken willst, schmeißt du vorher noch eine Banane rein.
Nicht zwingend eine Banane, aber zum Beispiel Kelloggs. Das ist auch geil. Wenn ich jetzt so Kelloggs snack und habe da Milch drin, oder Kaba zum Beispiel, Kaba kann ich auch trinken, dann macht mir das nichts aus. Das ist, also es hört sich halt sau komisch an, aber lustig, dass das funktioniert, ne? Vielleicht denkst du dir das ja auch nur aus. Also vielleicht hast du tatsächlich keine Laktose. Das ist nur so eine psychische Abwehr. Ja. Kann natürlich auch sein. Ein Placebo. Aber das können wir gerne in der nächsten Folge erforschen. Ja, gerne. Weil es ist schon wieder so weit. Die Zeit vergeht. Es ist unglaublich. Bist du schon wieder oben? Ja, ne? Ich bin oben, ja. Ich bin ja hier auch tüchtig. Ist ja nicht so, als würde ich nur da oben sitzen. Aber hätte ja sein können, wenn du mal die Landschaft oder so angucken wolltest. Ne, das machst du ja du. In deine Geschäfte mische ich mich nicht ein. Mein Lieber, es war mir eine Ehre. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Ciao.